Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich mache es jetzt ganz kurz und ganz knapp. Ich möchte jetzt erstmal vorab sagen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dieses Video oder das Video von Early Boy zu disliken, Leute. Es ist ein Spiel. Es sind sehr viele böse Sachen gestern Abend passiert im Livestream. Und ich möchte jetzt erstmal ganz kurz dazu aufrufen, dass es hier keinen Grund gibt, irgendjemanden aus dem Projekt zu haten. Nummer zwei, meine Freunde, ist, ja, mein ganzes Haus ist gestern zerstört worden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, arbeiten das Ganze auf. Schaut euch das mal bitte an. Hier ist alles kaputt, Leute. Early Boy hat eine Menge in meinem Haus kaputt gemacht. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem ersten Clip, als Early Boy einfach mal die Brücke im Nether zerstört hat. Bitteschön. Early Boy? Early, ja. Warum hast du die Brücke abgebaut? Was für eine Brücke? Ja, die Brücke im Nether. Brücke. Digga, warum machst du so eine Sch... Ahnung, was ihr meint. Was für eine Brücke? Wovon redet ihr? Mann, Early Boy, tu jetzt nicht wieder so. Hä, was denn? Ich hab Mann, keine wir Ahnung, wir gucken nebenbei deinen Stream, Alter. Ach, ihr guckt nebenbei meinen Stream? So ist es also, ihr Bobos. Ja, und? Warum sollte ich die Brücke nicht abbauen? Was ist Weil ich einfach zu meinem Freund Kevin in die Stadt kommen möchte, vielleicht. Okay. Ja, ja, ich wollte Revi heute gerne eine Roomtour in meinem neuen Haus geben. Ach so, glaube ich aber euch irgendwie nicht. Ja, wieso? Dann guck mein Haus an, wie groß das ist. Ja, das ist ja schön und gut. Das gucke ich mir leider auch gerne an, aber wir wollen da einige Sachen. Es gibt nicht nur in der Stadt, die so obdachlos leben wie du. Ja, wir wollen trotzdem ein paar. Wieso machst du denn sowas? Early, Alter. Weil mir ein paar Dinge jetzt zugetragen wurden und Da machst du einfach mal. Ja, wenn mir Dinge zugetragen wurden, gehe ich ja auch nicht und mache einfach dein Haus kaputt. Ihr habt gesehen, Early Boy hatte keinen wirklichen Grund dafür. Er meinte, es wäre angebracht, die Brücke im Nether zu zerstören, weil er angeblich gehört hatte, dass Kevin, Patrick und ich wohl rüberkommen wollen, um ihn zusammenzuschlagen. Was wir auch tatsächlich angekündigt haben, Leute, allerdings nicht wahrgemacht haben, weil wir dann gesagt haben, okay, es ist unnötig. Wir haben dann ein bisschen rumgeflext und eigentlich das Ganze nicht wahrgemacht, Leute. Kommen wir direkt zum zweiten Take, meine Freunde. Ihr merkt es gerade, ich bin sichtlich abgefuckt, weil das Ganze hier gerade nach der Aufnahme passiert, direkt nach dem Stream passiert, damit ich quasi morgen einfach ein bisschen ausschlafen kann. Ich bin ein bisschen krank. Wir haben Early Boy dann direkt zur Rede gestellt, meine Freunde, und er hat immer weiter provoziert. Ich würde sagen, schaut euch das einfach mal an. Ich finde das nicht fair, was ihr hier tut. Hä, was ist nicht fair? Was machen wir denn? Ja, dass ihr hier so gegen mich hetzt, weißt du? Ich was hab Revi gegen dich? Und was haben Revi im Kampf du unterstützt? Hast uns gegeneinander ausgespielt, Mann. Ich habe euch nicht gegeneinander ausgespielt. Doch, ich habe, hätte ich euch gegeneinander ausgespielt, hätte ich nicht dir mitgeteilt, was ist, sondern einfach nur die ganze Zeit gemacht und mir dabei voll gebaut. Okay, wir am Arsch. Ich verdrehe dir die Tatsachen, vor allem, dass ich da oben bei Patrick erst gesprengt hätte. Das war nicht ich, das ist Kevin. Ich habe das TNT platziert, aber Kevin hat es hochgejagt. Ich habe das zuerst gesprengt, nicht du. Ja, und dann habe ich 6 TNT platziert. Und es ist egal, wer das gezündet hat, erstmal TNT, Early Boy. Du hast es platziert. Warum? Mit einer bösen Absicht. Ich hätte ja auch wieder. Ich wollte ja vielleicht. Vielleicht habe ich auch oben einen Pfeil hingeschossen, nur weil ich Revi was zeigen wollte, eine Stelle. Early Boy, ganz ehrlich, also du hast einfach Scheiße gebaut. Habe ich auch gerade gestanden und habe das Ganze wieder repariert. Das tat mir auch sehr leid. Ja, aber das Gefühl habe ich nicht, dass es dir sehr leid tat. Vor allen Dingen wolltest du halt einfach unbedingt, dass Patrick noch mehr Ärger bei mir hat. Wieso noch mehr Ärger? Ja, da weiß ich nicht, was das bringt. Er hat doch jetzt gar keinen Ärger mehr mit dir, oder nicht? Ja, richtig. Wir haben dein Haus aufgebaut gemeinsam. Jetzt sind wir verbündet. Ja, also, das ist doch nicht das Problem. Doch, weil du wolltest, dass Patrick und ich noch mehr Stress haben. Ich habe euch wieder zusammengebracht. Ich glaube, es geht los. Jetzt gesehen, Leute, wir haben beide nichts gemacht. Wir sind beide hingegangen, haben versucht, an der Batcave weiterzubauen und haben einfach mal das Ganze Tour und Gabe von Early Boy ignoriert. Schritt Nummer 3 war dann, dass ich dann Early Boy irgendwann darum gebeten habe, freundlich das Grundstück zu verlassen, und das könnt ihr euch hier einfach mal anschauen. Ihr tut hier, als hätte ich alles verbrochen. Hey, was machen wir denn jetzt? Wir bauen gerade ein Haus. Du hast was verbrochen, weil du mehr Stress gemacht hast, als eigentlich notwendig gewesen ist damals. Ja. Du bist ein richtiger 31er. Ich möchte nur sagen, dass Kevin da mit dran beteiligt war und das aber scheinbar kein... Warum ziehst du mich jetzt mit da rein? Ich zieh dich da mit rein. Du hast das TNT gesprengt. Hab man klipp und klar gesehen und erst dann ist die Post abgegangen. Was redest du, Junge? Und das hat Revi dann auch noch gut geredet und gesagt, siehst du, was du davon hast, Patrick. Ja, beim ersten Mal habe ich das selber gesprengt. Und beim ersten Mal habe ich auch mitgepusht, aber beim zweiten Mal hat Kevin noch mitgepusht und da war es auch noch okay, da wurde nichts gegen gesagt. Beim zweiten Mal habe ich das gar nicht mitbekommen, Alter. Aber selbst wenn ich beim zweiten Mal mitgemacht hätte, das dritte Mal, das warst du alleine und das war... Und da ist alles kaputt gegangen. Ich habe Patrick sein Stream geguckt, ne, das ist eine Dummheit. Digga, wieso machst du jetzt schon wieder so Stress? Geh doch einfach in dein Haus und gut ist alles. Ich sehe es nicht ein, dass ihr mir die Schuld in die Schuhe schiebt. Du hast eine Mitschuld. Wir sind doch am Bauen hier. Wir machen doch gar nichts. Doch, ihr schon längst ihr weg. Macht Stress. Ihr macht doch hier. Ihr könnt doch hier machen wir von wegen. Du bist an allem schuld. Kevin, jetzt lass mal dein Mikrofon in Ruhe, Alter. Ja, wir sind am Bauen, damit, Junge, du regst mich auf. Ja, ihr regt mich auf. Was soll das denn, Chatty? Bin ich der Boomer am Ende? Erst werde ich engagiert von irgendwem für irgendwas. Aber dann geht doch nicht, dass ihr mir hier am Ende sagt, ja, du bist an allem schuld, du hast es gegen deine Nicht an allem, aber du bist an einem Teilstück des Ganzen schuld. Es ist eskaliert wegen dir. Ich möchte, dass du gehst, okay? Ich bin weg. Gut.
Und ich möchte wirklich, dass du weißt, dass ich dir nichts getan habe. Ich habe nichts gemacht, wirklich nicht. Ehrlich. Das erklärst du irgendwie jedes Mal. Ja, aber es ist ja so. Ihr habt es gesehen, Leute. Ich habe Early Boy, wie gesagt, freundlichst aufgefordert, das Grundstück und mein Haus einfach zu verlassen. Und dann ist das Ganze komplett eskaliert, Leute. Ich fasse das jetzt, wie gesagt, ganz schnell zusammen, weil ich echt keinen müden Gedanken mehr an dieses Projekt oder an diese die gestern Abend passiert ist, verschwenden möchte. Ihr seht es vielleicht an, ich habe echt gar keinen Bock mehr, das Ganze hier aufzubauen. Ich bin wirklich echt fertig, Leute. Nichtsdestotrotz will ich hier nochmal wiederholen, es gibt keinen Grund, jemanden zu haten. Das möchte ich hier nur nochmal klarstellen, meine Freunde. Ja, ihr seid alles utopische Ehrenmänner, so wie ich es auch bin. Ja, Leute, es kam irgendwann dann dazu, dass Early Boy sich mit Kevin angelegt hat und Kevin die ganze Zeit Early Boy geschlagen hat und Early Boy der Meinung war, dass sämtliche Taten, die Kevin vollführt, auf meinem Nacken ausgebadet werden müssen. Das heißt, Early Boy hat die ganze Zeit gesagt, du bist haftbar dafür, was Kevin macht, weil Kevin ist dein Angestellter. Ich habe Kevin immer wieder gesagt, Kevin, hör auf damit. Und Kevin hat gesagt, okay, du sagst mir das, aber ich mache trotzdem weiter. Das heißt, Kevin hat als eigenständige Person gehandelt und trotzdem musste es mein Haus ausbaden. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal hier an, wie die erste Sprengung passiert ist. Ey! Was ist hier gerade explodiert? TNT von oben! Was ist explodiert? Was ist... Ein was? Haus. Was? Haus. Was? Was? Wo? Hier, der Eingang! Der Alter, Early Boy! Warum? Warum, Mann? Ja, ich bin im Netzer, ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, ich sehe es gerade in deinem Stream, du Alter, Early Boy. Guckst du mein Stream, ja? Du kleines Stück Alter. Warum hast du das gemacht, Mann? Lass warum? Gefallen. Irgendwann reicht es mir auch. Was reicht dir auch? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Nein, ihr schiebt das hier alles in die Schuhe und beschuldigt mich die ganze Zeit. Ich hätte alles hier ausgelöst, hätte euch gegeneinander aufgehetzt. Nee. Hast du auch? Alter, Mann, ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Nee. Early Boy, ohne Witz, wieso machst du meinen? Du hast nicht mein Haus. Du weißt gar nicht, was es heißt, du wirst du verlieren. Zum Glück habe ich kein Haus, sonst würde ich erst mich schon längst kaputt machen. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Projekt, Mann. Wo bist du, Mann? Komm her, du Hund. Ich schlachte dich wie ein Köter, Mann. Ey, Mensch, du legst immer alle Berge. Geht's am Helikopter eigentlich gut? Junge, Mann! Alter, er hat den Helikopter auch noch gesprengt! Ist das dein Ernst? Ich bin bereit, es wieder aufzubauen. Ich bin aber auch bereit, mehr kaputt zu machen. Das ist eine Verhandlungssache. Hey, Digga, ist das dein Ernst? Ich hab dir nichts getan! Was zum Teufel, Mann! Du hast nichts gemacht, wie immer! Ich hab auch nichts gemacht! Weißt du, ich hab jetzt mega Ärger mit Patrick, weißt du, wegen dir, weil du gesagt hast, Krieg, ihr kämpft für mich. Du hast einfach mehr TNT bei ihm gesetzt. Ich kann da doch nichts für, wenn du so dumm bist, Mann. Okay, Early Boy, Feuer bekämpft man mit Feuer. Feuer bekämpft man mit Feuer. Alter, mein ganzer Helikopter, Mann, willst du mich... Johnny, der ganze Helikopter ist so ein kleiner Teil, das sind 2 Minuten wieder aufgebaut. Gut, dann spreng ich jetzt bei dir auch auf dem Grundstück. Was willst du denn sprengen? Ich hab echt keinen Bock mehr, Alter. Ich hab nichts damit zu tun mit dieser ganzen Geschichte, nichts. Ihr habt gesehen, super geile Zeit für mich. Die erste Sprengung hat schon einen Großteil meines Hauses weggefetzt. Das habe ich dann noch irgendwo toleriert. Bin zwar ein bisschen ausgerastet, dachte aber, das wäre es jetzt soweit. Nein, meine Freunde, als dann Early Boy soweit war, mein Haus wieder zu reparieren, bin ich dann ein bisschen über die Stränge geschlagen, wollte Early Boy dann töten. Das hat Early Boy dann nicht gefallen. Er ist hingegangen, die zweite Sprengung vollführt. Schaut euch das einfach mal an. Gib mir das Bett zurück. Ohne Witz, Early Boy, du kotzt mich richtig an mit deiner Scheiße. Ich habe dein Bett nicht, WTF, du Du bist unsichtbar bei mir, wow. Oh, nice, das nutze ich aus. Oh, nice, das nutze ich doppelt aus. Weißt du, wo er sich ausgelockt hat? Ja, komm her, Kevin. Mach da Lava und so hin. Wow, ich hab Fire Protection. Ja, wow, nice. Nice. Jetzt reicht mir. Wenn du jetzt hier noch mehr sprengst. Irgendwas hast, Early Boy, ich werde dann komplett eskalieren. Kevin, der will hier noch mehr sprengen. Okay, ich bin... Ey, du... Was soll denn die Scheiße, Mann? Du kleiner... Das reicht mir, du kannst mal hart am... Alter. Du kleiner... Ist mal Schluss, das seht ihr ein, Alter, hier, leck mir am Arsch, viel Spaß damit. Du kleiner Alter. Junge, ich hoffe, dass du ein So, reicht. Du Ey, du kleine Alter. Lächerlich. Mensch, dein Haus hat ganz schön Schaden genommen. Junge, du bist so ein unter der Hölle, Alter. Du sollst brennen, du wünsche ich dir, du Alter. Du kleine Kleiner Was ihr verdient, ihr kleinen Zuschauer von Early Boy. Haltet die Fresse. Sag, ihr soll das Ganze reparieren, ihnen auch noch Diamanten zahlen. Dann will ich gerade angucken, was für Materialien ich bauen soll. Und dann schmeißt er mich da runter, tötet mich fast. Ne, ich hab dich nicht getötet, du Hast du. Ich wäre fast gestorben. Reparier das jetzt sofort. Ach, jetzt auf einmal. Ja, jetzt auf einmal. Ich muss mir erst Materialien organisieren. Kann ich aber nicht. Reparier es jetzt. Reparier es jetzt. Du bist unsichtbar bei mir. Seh ihn nicht. Es ist mir Reparier es jetzt sofort. Ja, meine Freunde, ihr habt gesehen, mein Haus wurde komplett zerstört. Es ist einfach alles in die Brüche gegangen. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, okay, Kevin, jetzt reicht's mir, Alter. Wir gehen jetzt hin und nehmen Early Boy komplett auseinander, verbrennen seine Sachen, weil ich war wirklich echt auf 180, Leute. Das ist das letzte Mal gewesen. Ich hatte echt keinen Bock mehr darauf, dass mein Haus ständig kaputt gemacht wird, Leute. Ich habe euch die ganze Zeit gesagt, Leute, dass ich keinen Bock mehr darauf habe. Trotzdem ist es gestern Abend wieder dazu gekommen. Es kam nämlich noch zur dritten Sprengung, meine Freunde. Da ist nämlich Early Boy einfach hingegangen, hat von oben TNT auf mein Haus gedroppt. Ich hatte die ganze Zeit nichts damit zu tun. Es war die ganze Zeit ein Clash zwischen Kevin und Early Boy. Und mein Haus musste einfach drunter leiten. Schau dich einfach mal bitte hier die dritte Sprengung an. Komm zu mir, ich warte. Guck dir das mal an, Alter, alles ist kaputt. Ich warte auf dich, ich warte auf dich. Du dummer Early Boy. Du dummer, Das ist ein späterer Zeitpunkt vor mir. Das ist noch lange, die letzte Worte nicht gesprochen. Das ist noch lange nicht gesprochen. Du kannst auch bei mir alles sprengen, Early Boy. Mir ist das egal. Ich habe nichts zu verlieren. Du wirst in dieser Staffel, wirst du nicht produktiv mehr sein. Ja, ist mir egal, das juckt mich nicht.
Ich werde die ganze Zeit nur noch auf dem Server sein, ob du aufnimmst, ob du streamst. Ja, und immer wenn du da bist, werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Jetzt kann ich auch wieder meinen Spieler machen, weil keiner weiß, wo ich mich befinde. Wir wissen, dass du auf dem Meer bist. Mit dem Boot. Hey, Early Boy, warum hast du gerade nochmal TNT runtergeworfen? Aus welchem Grund? Weil ich verschlinden musste. Und er und dann ist das einfach... Hast du Kevins Drogenball gehört? Ich hab damit nichts zu tun. Ich bin nicht Kevin. Kannst du entschuldigen? Kevin handelt in deinem Namen. Ich tu der nicht! Wie oft noch? Du dummer! Das ist so schön. Ihr seid solche Lappen, wisst ihr. Ihr seid richtige Lappen. Ich hab keinen Bock, das alles wieder neu aufzubauen, Alter. Ich hab da. Nicht mal Petrit hat bei mir so viel kaputt gemacht. Es ist einfach alles weg, alles. Halt deine Fresse, Junge. Halt bloß deine Fresse, Early Boy. User in your channel was banned from the server. Mist, Alter. Junge, was ist denn das, Mann? Huch, Early Boy, deine Nanofarm ist explodiert, ne? Bei mir ist alles kaputt, Alter. Alles. Ja, bei Early Boy ist jetzt auch die Nanofarm explodiert. Ja, das juckt den doch nicht, Mann. Der hat daran 20 Minuten gebaut. Ich habe in dem Haus mehrere Folgen gesessen, Alter. Ich sehe das nicht ein. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe ihn einmal geschlagen. Ich habe doch nichts gemacht, Alter. Und Kevin hat nicht in meinem Namen gehandelt. WTF. Wenn Kevin sich dazu entscheidet, jemanden umzubringen, dann ist das Kevins Entscheidung. Und nicht verdammt nochmal meine. Ey, das ist das zweite Mal, dass er dritte Mal. Er hat dreimal bei mir TNT gezündet. Mein Helikopter, alles. Ihr habt gesehen, Leute, ich habe Early Boy echt eine Menge böse Sachen gewünscht. Das war auch echt von mir nicht ganz cool. Das meiste haben wir zum Glück rauszensiert, Leute. Den Stream könnt ihr euch von mir jetzt nochmal unzensiert auf Twitch ansehen. Wenn ihr das tut, bitte haltet im Hinterkopf, meine Freunde, dass das Ganze von mir nicht persönlich gemeint gewesen ist und ich mich hier nochmal entschuldigen muss bei Early Boy und seinen Zuschauern, dass ich da so mad gewesen bin und so böse Sachen gesagt habe. Das tut mir wirklich leid. Das war nicht von mir gewollt und da muss ich mich einfach entschuldigen. Kein Mensch der Welt hat es verdient, so von mir angeschrien zu werden. Nicht mal Early Boy, meine Freunde. Das war's von dieser wunderschönen Folge. Ich bin sichtlicherweise abgefuckt. Ich werde mein Haus wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten 200 Tage wieder aufbauen und dann einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen, meine Freunde. Es ist leider Gottes zu einem traurigen Rhythmus hier bei Craft Stack geworden, dass immer ich die Scheiße fressen muss, aber so ist es dann leider, meine Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut auf jeden Fall bei Kevin und Patrick vorbei und wie gesagt, wenn ihr rüber zu Early Boy geht, lasst von mir ein Dislike da, aber geht bitte nicht hin und hält ihn zu Tode oder sowas, meine Freunde, denn das hat er nicht verdient und das Dislike könnt ihr euch eigentlich auch sparen, lasst es einfach komplett sein. In dem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Craft Stack wieder, ich bring mich jetzt um, weil ich extrem unglücklich bin, macht's gut, ciao, ciao.